gehört, funktioniert doch auch gar nicht richtig. Mm. Oh, cool. Muss produktiv sein. Ach man, ich glaube, das wird richtig schlimm. Aber jetzt, ne? Jetzt ist es ganz schwierig. Ja, die Motivation ist in mir drin. Ja, mein Mund war noch nie so trocken. Boah, ich schwöre, das war eine richtig dumme Idee. Mhm. Toll. Ich fühle mich, als wäre ich aus meinem Körper ausgetreten irgendwie. Eine Stunde noch und dann ist endlich Iftar! Nee, Siri, Runtime auf 10 Minuten. Machst du? Es ist 3:35. Wer hat sich diese Zeit ausgedacht? Ah, das ist gar nicht witzig. Hä? Ich habe gerade so 3 Stunden geschlafen. Und ich war in der Blüte meines Schlafs gerade. Jetzt muss ich aufstehen, weil jetzt wird gegessen. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Carmela. Du kannst mich kümmern. Ist wirklich wurscht. Schnurz, pipi, geil. Also meine Energie zusammengekratzt, die ich hier um 3:39 Uhr habe. Es hat einen besonderen Grund, dass ich noch vor Sonnenaufgang aufgestanden bin. Und zwar werde ich heute einen Tag lang ausprobieren zu fasten. Erstmal Happy Ramadan an alle, die mitfeiern und alle, die mitmachen. Ah, mein Körper ist noch gar nicht wach. Ich bin auch wirklich gerade müde. Ich muss irgendwie, kann ich das im Sitzen heute machen? Es ist Ramadan, das bedeutet, es ist Fastenmonat im Islam und ich habe einige muslimische Freunde. Man fastet natürlich aus dem religiösen Aspekt. Also man soll sich auf seinen Glauben besinnen, man soll über sein Leben nachdenken und man soll sich auch um andere kümmern. Das Ganze geht 30 Tage lang, also einen Monat lang fastet man. Ich lasse mich da heute auch von einem Kumpel mitnehmen und zwar Kemal. Der fastet jedes Jahr. Ich finde das echt heftig. Also wow, ich frage mich, wie schafft man das? 30 Tage lang, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber von Sonnenaufgang bis Untergang darf man nichts oral einführen. Also nichts essen, nichts trinken, keine Tabletten zu sich nehmen, nicht Zähne putzen. Oh. Und das ist nur so der Essensaspekt. Es gibt noch weitere Aspekte, die beim Fasten beachtet werden. Ich konzentriere mich aber auf die. Ich will wissen, ey, okay. Ich glaube, das Intro ist so durcheinander. Ich bin so müde, es ist 3.33 Uhr. Ich habe das schon mal vor 3 Jahren gemacht. Und ich kann mich nur dunkel erinnern. Es war hart. Aber vielleicht fällt es mir dieses Mal leichter. Ich hoffe es ja, ne? Aber ich habe ja auch die Saftkur gemacht und ich habe nur Säfte tagsüber getrunken. Aber ich glaube, auf jeden Fall meinte er, komm nachts zu mir, wir essen noch was. Brauchst das auf jeden Fall, damit du den Tag durchhältst. Und deswegen fahren wir jetzt zu ihm. Also wir machen jetzt das Sahur. Also das nochmal das Essen vor, oh Gott, ich habe auch Hunger. Ich habe wirklich Hunger. Was geht ab? Das Essen vor dem Fasten beginnt. Oh Mann. Ich nehme auf jeden Fall so eine kleine Wassermelone mit. Und ich habe hier so ein bisschen Feta-Käse. Er meinte so ein bisschen was Leichtes. Und ich soll einfach das mitbringen, was ich habe. Und den Rest hat er. Das hört sich vielversprechend an. Ich bleibe im Pyjama. Ich klemme hier meine Wasser. Oh, die ist aber schon geil. Ich nehme den Feta-Käse. Ich nehme die Wassermelone. Mein Plan ist es auch so, jetzt gechillt zu bleiben. Dass ich nicht zu wach werde. Wie als wenn man nachts so aufs Klo geht. Noch so Augen zu hat und so. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach mitten in der Nacht. Es ist mitten in der Nacht. Du hast Angst im Bett. Boah, heftig einfach die Sterne am Start. Es gibt bestimmt auch Menschen an Ramadan, die einfach durchschlafen und das dann so durchhalten, aber ich... Wanna be king in your store. Ich find's krass, dass 24/7 im Radio jemand arbeitet, oder? Mein Gehirn funktioniert auch gar nicht richtig jetzt. Ich weiß gar nicht, was gerade abgeht. Das denkt, das träumt. Und auf einmal ist es echt. Nicht, dass ich jetzt Sachen mache, die ich eigentlich nur im Traum kann. Also nur nochmal, um das klarzustellen, mein Auto kann jetzt nicht fliegen, ne? Hä? Was ist das denn bitte für ein geiles Kennzeichen? Da steht einfach Dance. Mal schauen, was er Schönes vorbereitet hat. Ne, ich erwarte was. Ich erwarte jetzt da was. Wenn er sagt, ich soll zu ihm kommen, mitten in der Nacht. Ich rufe ihn mal an. Ich weiß nicht mehr genau, wo sein Haus wohnt. Ey, wenn er jetzt nicht wach ist, oh mein Gott, er muss ja wach sein. Kemal? Kemal? Kemal! Warum habe ich ihn nicht vorher angerufen und bin dann losgefahren? Es ist 4 Uhr nachts, ich stehe hier alleine an so einem Straßenrand. Es ist... Ha. Nur für die Sicherheit, ne? Nur für die Sicherheit. Hey, ich habe so Hunger. Kemal, das kannst du mir jetzt nicht antun. Ich habe jetzt wirklich echt Hunger. Sonst wäre ich einfach nicht aufgestanden, dann hätte ich von meinem Hunger jetzt nichts mitbekommen. Oh mein Gott. Man soll halt während des Fastens auch nicht fluchen, ne? Aber jetzt ist ja eigentlich gerade nicht fasten. Darf ich jetzt fluchen? Nein, wir lassen es, aber ich bin jetzt ein bisschen sauer gerade. Ja. Hallo? Hallo. Was machst du? Nichts, was machst du? Bist du dumm? Wir sind doch jetzt verabredet. Ah, ich darf bist ja nicht... Bist du schon da? Nee. Wo kommst du? Ich bin da, natürlich. Achso, ja, ich komme. Okay. Also der hört sich gar nicht motiviert an, finde ich. Ich dachte, wir machen jetzt so richtig so ein Brunch. So. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo er wohnt. Kemal? Ich weiß nicht, ob ihr diesen Mond da seht, aber ich verwandle mich hier gleich in Werwolf. Hello, hello, it's the watermelon calling. Schuh, krankes Ramadan-Outfit. Guten Morgen. Hast du Selbstspoiler drauf? Ja, voll gut. Ne? Der Selbstspoiler sieht doch voll gut aus, oder? Kann ich jetzt reden?
Hallo und willkommen zu dieser nächtlichen, jetzt erzähl mal. Wie läuft's denn? Hab ich dich geweckt? Ja. Hä? Wieso stellst du dir keinen Wecker? Wir sind doch verabredet. Ich hab 3.30 Uhr, wollte früher aufstehen, aber dann bin ich nochmal eingeschlafen. Ich schwör's dir, das geht doch gar nicht. Also weißt du, da ist schon das Erste, ne? Die Selbstdisziplin. Ich hab auf jeden Fall Erdbeeren für uns. Oh, lecker! Oh mein Gott, geil! Die selbstgemacht. Oh, das ist aber toll. Die selbstgemacht. Mm, das sieht aber lecker aus, alles. Mm. Was ist das Pinke da? Das hier ist Rosenwasser. Ist das zum Trinken? Nee. Achso. Wasser. Ich darf ja jetzt dann kein Wasser mehr trinken, ne? Ja, und was ich auch empfehle, ich würde Schwarztee trinken. Und Schwarztee, ja, ist dann immer nicht so durstig. Okay, ich habe wirklich extrem Hunger, ne? Extrem Hunger, wir machen hier extrem was Geiles. Weißt du dich schon? Was denn? Was, ist das mein Glas? Das ist dein Glas, ja. Okay, weiß nicht. Ich freue mich auf Iftar. Oh. Mmh. Ich finde es ja gut, dass Kemal das alles macht, weil ich kann das ja nicht so gut. Ich finde, du kannst es am besten. Hä? Du hast einfach so ein Talent dazu. Hast du Bock auf Sandwich? Also zu Sandwich? I say never no. Das ist ein echt großes Fladenbrot. Das ist extra für den Ramadan. Aber das habe ich auch letztes Jahr gesehen. Nicht an Ramadan. Nicht an Ramadan. Haben die noch was übrig gehabt vom Ramadan? Ich dachte, das wäre frisch. Oh, cool. Das ist dieses neue Käsetelefon, ne? Alter, dieses, ja. Cheesebone. Ich habe mir Porridge gekauft, Kim, ne? Weil ich das immer bei dir sehe. Aber der ist so abschurz. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Hauptsache, er kauft sich Porridge von Nesquik, damit es so ungesund wie möglich bleibt. Das ist aber ein Brett, ey. Dieses Brett, Kemal. Ich benutze einfach das hier, okay? Und schnelle da drauf. Das ist quasi der Refruit Ninja. Kann ich das Messer benutzen? Weißt du schon, wie produktiv du morgen heute dein Tag startest? Na. Also produktiv? Muss ich produktiv sein? Ja, schon auf jeden Fall. Es ist nicht der Sinn der Sache, dass du dich gleich hinlegst und dann so sagst, ich schlaf echt lange, damit die Zeit schnell vorbeigeht. Also das ist nicht der Sinn. Das darf man nicht. Das ist der Sinn des Fastens, ne? Vielleicht, keine Ahnung, bist du produktiv, hilfbereit gegenüber anderen Leuten oder so auch noch. Ja. Du musst irgendwas Gutes oder so. Kommst du mit zum Sport morgen? Das ist der Tomaten-Wassermelonen-Feta-Salat. Kannst du nicht... Oh Mann, mach doch mal dieses Salt Bay. Man könnte meinen, wir essen halt einfach nur rote Sachen. Stabil. In the night, we have a buffet here, made by Kemal. Wow. Mm. Dann wünsche ich dir jetzt einen wundervollen guten Appetit. Ich wünsche dir auch einen wundervollen guten Appetit. Warum sagst du mir das nach? Das war meine Idee, das zu sagen. Mmh. Super lecker. Ich probiere jetzt einmal deine Sandwich-Kreation. Weißt du, wie lange ich keine ungesunde Sachen gegessen habe? Lecker. Mmh. Was so einfache Dinge ausmachen. Mmh. Das sind die einfachen Dinge im Leben. Also ich bin gerade so reingeschissen satt, ne? Ich bin richtig voll gerade. Ich hoffe, das hält auch. Ich habe richtig Angst, dass wenn ich jetzt gleich dann wieder ausstehe, dann richtig Hunger habe. Weil so bin ich nämlich. Ich kenne mich ja, ne? Jetzt schon 23 Jahre lang. Boah, ich kann mir richtig vorstellen, wie du ausstehst und direkt Hunger hast, aber du niemanden hast, den du abfacken. Ja, das ist richtig schlimm. Mein Magen ist so voll. Oh nein. Ich habe den jetzt so ausgedehnt. Und nachher muss da halt wieder was rein. Oh ja, versuch nicht auf Toilette zu gehen oder so. Doch Mann, ich glaube, das wird richtig schlimm. Du fängst schon an zu heulen. Du hast nicht mal gepennt. Du bist nicht mal aufgestanden. Du darfst einfach nicht daran denken. Dann denke ich jetzt einfach nicht dran. Stell dir vor, du müsstest jetzt wieder eine Saftkur machen. Aber du musst dir einfach nur vorstellen, dass du abends wieder essen kannst. Das ist doch nochmal easy. Also wirklich easy. Ich werde jetzt noch diesen Tee trinken und abwarten. Und dann, ja. Ach, ist das so ein Ramadan-Kalender? Steht da. Wir sind hier gerade. Ah, hier, bis die Sonne aufgeht. Nee, wir dürfen jetzt nicht mehr essen. Genau jetzt. Lava. Genau jetzt. Nee. Genau jetzt. Lava, darf ich jetzt nichts mehr trinken? Nichts. Darf ich meinen Tee jetzt nicht mehr trinken? Nein, darfst du nicht. Ich hab, gut, dass ich drauf geguckt habe. Ich hätte sonst auch noch. Dann habe ich meine Tabletten gerade runtergeschluckt. Okay. Ja, wir dürfen genau ab jetzt nichts mehr machen. Ich weiß nicht, jetzt kriege ich gerade irgendwie so ein drückendes Gefühl gerade. Das hatte ich eben noch nicht. Mir ist irgendwie ein bisschen schwindelig. Nein, okay. Irgendwie habe ich jetzt wieder Hunger. Schreib das mal weg. Ja, okay. Boah, ich wollte echt noch einen Schluck Kakao trinken. Ich wollte den Tee trinken, weil du meintest, das ist voll wichtig. Ja, davon kriegst du auf jeden Fall keinen Durst. Manu, ich habe auch, du hast auf diese Tomate so viel Salz drauf gemacht. Mein Mund brennt voll. Ich habe voll Durst jetzt schon. Ja, ich kipp deinen Tee weg, ne? Okay, es ist jetzt gleich 5 Uhr. Wir bekommen gerade Signale aus einer fernen Welt. Okay, wir gehen jetzt beide nochmal schlafen und dann geht der ganz normale Alltag los. Ja, yeah, let's go. I'm back at home und wir stellen uns jetzt einen Wecker. 8.35 Uhr. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie Kopfschmerzen gerade. Ich hoffe, ich kann nochmal einschlafen. Ich bin einfach hellwach, genau wie das Young Huren auch singt. Gute Nacht, Sam, was Tolles. Good morning, es ist 8.41 Uhr und ich schwöre, ich habe unnormal Hunger. Fuck. Ah, nee. Mist. Nein.
Ich habe auch irgendwie ein bisschen Halsschmerzen. Kennt ihr, wenn ihr morgens Halsschmerzen habt? Also so eine Wasserjäse, das wäre echt schön. Okay, das ist krass jetzt. Ich habe halt auch irgendwie geträumt, dass ich bei Germany's Next Topmodel bin. Und dann jetzt irgendwie, oh, das hat mich voll motiviert, aber ich bin ja gar nicht da. Schade. Ach, oh, was ist das im Leben? So, und jetzt würde ich halt am liebsten, ja, liegen bleiben und weiter schlafen, damit die Zeit umgeht. Aber genau das werden wir ja nicht machen. Und deswegen werde ich jetzt aufstehen. Ja, die Motivation ist in mir drin. Hier kann ich einfach sehen, wie der Stand der Sonne ist und wie auch der Stand der Dinge natürlich ist. Und es steht, dass um 20.24 Uhr Iftar ist. Boah, in 12 Stunden. Kein Problem, für mich. Oh mein Gott, es ist einfach erst 10.48 Uhr. Ich habe übertrieben Durst und ich habe auch schon richtig Hunger. Ich esse halt eigentlich auf jeden Fall immer um 12 Uhr Mittagessen. Und das ist so voll in mir drin. So ab da kriege ich richtig Hunger. Und dann kriege ich ab 15 Uhr wieder Hunger. Und dann esse ich halt immer so um 18, 19 Uhr Abendbrot. Und heute darf man erst um 20.20 Uhr essen. Ey, das wird härter, als ich gedacht habe. Ich bin auch gerade am Arbeiten. Also ich schneide hier gerade einen Vlog und so. Ich bin halt ein Mensch. Ich kann, wenn ich Hunger habe, denke ich nur an Essen. Ich kann das nicht ausblenden. Viele sind so, die lenken sich ab, wenn sie arbeiten. Aber bei mir, ich muss eine Grundsättigung haben, damit ich mich konzentrieren kann. Ey, so geil. Anna ist gerade einfach in der Türkei und macht Urlaub. Aber, Freunde, ich war ja auch letztens quasi im Urlaub. Und zwar auf Mallorca. Wir haben da eigentlich ja ein Video gedreht. Ihr wisst, ich war da ja mit dem Po und so, wegen Kim Kardashian Lifestyle. Ey, jetzt gerade ist auf jeden Fall auch ein neuer Vlog von Mallorca. Übel witzig. Wir haben so viel witzige Sachen gemacht. Ist auf meinem Vlog-Kanal online gekommen. Deswegen checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Infobox oder ihr klickt hier einfach Vlog 1a. Und jetzt schneide ich erstmal noch ein bisschen weiter. Ey, hört ihr dieses Geräusch? Das ist meine Waschmaschine. Die macht so lange ein Geräusch, man denkt, okay, jetzt muss es ja vorbei sein, aber dann hört sie immer noch nicht auf. Man denkt, okay, jetzt reicht's. Das ist, als würde dich jemand anrufen. Man denkt jetzt, okay. Und dann ist es vorbei. Ich werde auf jeden Fall auch so ein bisschen meinen Haushalt und so machen. Ich habe irgendwie Java an meinem Mund. Darf man seinen Mund ausspülen? Nee, man darf gar nichts, ne? Oh Mann, das ist echt blöd. Ja, bisschen Wäsche waschen, ein bisschen aktiv sein. Auf jeden Fall, let's go. Ach, mein Hals ist so trocken. Wisst ihr, wie ich mich fühle? Original wie die hier. Welcome to my inner being. Oh. Blütenstaub an meiner Hand. Ich bin auf TikTok und gucke mir Iftar-Rezepte an. Und das sieht alles so geil aus. Sie machen so leckere Sachen. Es ist 12.05 Uhr. Nein, ich krieg so Hunger. Wisst ihr, was ich gerade gesehen habe und ich kam gar nicht klar? Die hat gerade so ein überkrankes Knoblauchbrot gemacht. Ich liebe Baguette, ich liebe Brot. Es sind noch ungefähr 4 Stunden, bis man wieder essen kann. 4 Stunden, das hört sich ja gar nicht mal so lange an. Ich habe jetzt gerade wirklich viel gearbeitet, das hat mich doch schon abgelenkt. Und jetzt haben wir auch was vor. Jetzt werden wir nämlich einkaufen. Und zwar bricht man ja dann am Ende des Tages, wenn die Sonne untergegangen ist, das Fasten. Und zwar Iftar. Ich lade Kemal ein, ich lade Adrian ein und wollte so ein kleines Essen veranstalten, wenn man mit seiner Familie, wenn man mit seinen Freunden zusammen ist. That's why we pack our things and go on. Bisschen einkaufen, ein bisschen Ablenkung, das ist gut. Wie geht's dir, du Kante? Mir geht's richtig gut. Richtig ja? Gut. Mir geht's gar nicht so gut. Ich habe echt Halsschmerzen und ich glaube, es wird jetzt schwierig, wenn wir in den Supermarkt gehen, weißt du, das Essen zu sehen. Und dann hat man doch direkt Bock, das zu essen. Das ist voll die Hürde jetzt hier. Du musst dich beherrschen. Ja, ich beherrsche mich schon den ganzen Tag. Wir machen es tatsächlich auch relativ gesund. Okay, wir holen jetzt erstmal die ganzen Zutaten. Es ist sonst schon dumm, mit Einkaufen Hunger zu gehen. Andersrum. Aber jetzt, ne, jetzt ist es ganz schwierig. Was ist das denn Cooles? Das sind Rainbow, diese Dings. Wir brauchen das unbedingt. Boah, und ich überlege noch, so ein geiles Sushi mitzunehmen. Alles, was man umsonst bekommt, nimmt man mit, ne? Ich sag's ehrlich. Kommst du klar? Nee, ich komm grad gar nicht klar. Boah, das ist so lecker. Oh, mein Magen macht richtig so. Also, ich glaube, wir haben übertrieben, aber muss nicht sein. Also, wir sind ja auch zu dritt, ne? Das ist nicht nur für uns beide allein. OMG. Können wir deinen PIN? Ja, können wir gerne. Wir hätten auch richtig mies Essen gegenfallen. Ich weiß auch gar nicht, warum das so teuer war. Oh, jetzt freue ich mich noch viel mehr auf das Essen. Immer so ein Sushi, soll ich mal probieren? Daran riechen kannst du vielleicht. Nee! Wir machen natürlich jetzt für mich auch noch was Gutes. Ich werde jetzt das Auto ja, quasi putzen lassen. Welche Wäsche nehmen wir? Katzenwäsche. Okay, jetzt kommen so Katzen, die so miau. Wir befinden uns in einem sehr, sehr extremen Sturm gerade. Schnee und Hagel kommt hier raus. Das Lenkrad bewegt sich von alleine. Wir wissen nicht mehr, was zu tun ist. Ich war noch nie in so einer Waschanlage, das ist ja geil. Wie spät ist es? Ey, ich kann nicht mehr. Es ist 18.03 Uhr. 18.03 Uhr, ich fühle mich wie SpongeBob an der Meeresoberfläche. Einfach nur vertrocknet. Ich habe Kopfschmerzen. Und also mir geht es gerade wirklich ungefähr 1 von 10. Das ist eigentlich unaushaltbar. Also wenn ich jetzt einfach nur zu Hause chillen würde, okay, aber wir gehen jetzt zum Sport. Warum gehst du nicht danach? Dann musst du ja auch erstmal nach dem ganzen Essen warten, bis du es verdaut hast und dann zum Training gehen kannst. Solange hat man ich gehe eigentlich auch immer vor dem Essen. Aber ich kann nicht mal meinen Arm für Kamera halten hochhalten. Wir sind jetzt im vollen Trainingsmodus, ja? Hier wird jetzt gepumpt und you know, pump it up, you've got to pump it up.
Jetzt kann es losgehen, Alter. Ich habe so Durst, jetzt schon. Okay, das fühlt sich jetzt ungesund an. Alles. Ich habe meinen Mund war noch nie so trocken. Kann ich mal reden und nicht mal mehr atmen. Das ist ganz schrecklich. Warum macht er das? Also nee, da muss man auch ein bisschen an diese Gesundheit denken. Ich will gleich damit aufhören. Seid mal ehrlich, stabile Leistung, oder? Einfach eine stabile Leistung. Also ich habe gerade echt richtig doll Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, das ist doch nicht gesund, das ist gar nicht lustig. Ich glaube, ich habe richtig Kopfschmerzen, Alter. Also ich habe jetzt wirklich erst 10 Minuten gemacht und ich sage jetzt schon, das war eine richtig scheiß Idee. Nee, Mann, Alter, ich habe so Kopfschmerzen. Ich bin gerade richtig kurz davor, was zu trinken. Boah, ich schwöre, das war eine richtig dumme Idee. Kann man sich auch logisch erklären. Ich trinke den ganzen Tag kein Wasser. Dann tue ich sogar noch mehr Wasser aus meinem Körper raustun. Ich habe gerade wirklich so Kopfschmerzen, die so richtig komisch durch meinen Kopf ziehen. Das ist gar nicht gesund. Ich lasse das jetzt safe. Also da muss man auch auf seinen Körper hören. Ne? Das ist nicht, weil ich keinen Bock jetzt habe und faul bin, sondern echt, weil es mir nicht gut geht. Kennt ihr das? Ich fühle mich gerade so, als hätte ich Fieber, weil mein Körper so heiß ist. Oh, Freunde. 19.19 Uhr, eine Stunde noch und dann ist endlich Iftar. Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin am Ende. Kemmer, das war keine gute Idee. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich super. Toll. Ich glaube, wenn du weniger meckern würdest, ne? Ich meckere nicht. Würde es dir alles so schlecht gehen. Mir geht's das gut. Es kommt von hier hin. Ja, ich spüre das. Wieso sind hier auch wieder Wasserflaschen? Wir bauen jetzt hier einfach unsere eigene Tafel auf. Kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Ich bin am Tiefpunkt angekommen. Ich habe keine Kraft mehr. Ich kann nicht mal mehr reden. Mein Hals ist so trocken. Ich fühle mich, als wäre ich aus meinem Körper ausgetreten irgendwie. Als wäre mein Körper eine Partei und ich würde sagen, habe ich keinen Bock mehr drauf. Wir haben so absolut geistesgestörtes Ofengemüse gemacht. Also das ist wirklich von einer ganz anderen Country ist das. Eine Minute noch und dann ist Iftar. Dann ist Iftar. Ist natürlich nicht alles. Wir ernähren uns nicht nur von Gemüse. Wir haben eine ganze Tafel aufgebaut. Schau, das soll ich. Boah, das ist so krank. Und das macht man dann jeden Tag. Okay, dann lohnt sich vielleicht doch schon. Wir haben hier einen wundervollen frischen Salat. Etwas aufgeschnittenes Brot. Ein bisschen angebratenes Hähnchen. Frische mediterrane Oliven. Über Rainbow Gorgonzola und natürlich einen frischen Feta-Wassermelonsalat. Hingegen stehen diese asiatischen Prachtstückchen Sushi, gefüllte Datteln. Ich habe so viel Hunger, dass ich irgendwie gefühlt gar nicht essen kann. Ich habe gerade richtig Angst. Ja, du fühlst langsam an, auf entspannt. Langsam anfangen und dann richtig reinhauen. Du hast nur das ja gar nicht gezeigt. Das mit Brot ballert. Doch am meisten. Ja, übel geil. Das, weißt du, was das ist? Ein Honig-Senf-Dip. Willkommen! Sagt man noch irgendwas oder so? Man sagt beides, Brudi. Das sieht ja absolut geil. Wer filmt im Hochkörperformat mit so einer Kamera? Jedes Mal freue ich mich genau auf diesen Moment. Ich will gar nicht mehr so viel sagen, ich will eigentlich nur essen. Ja, okay. Oh Gott, mit was fangen wir an? Also, Dattel? Dattel? Achso, man fängt mit so einer Dattel-mäßig an. Ja. Prost, ne? Prost. Happy Iftar, sagt man das so? Ja, kannst du machen. Happy Iftar. Da habe ich mich die ganze Zeit. Boah, was? Da spielt andere Liga. Pass auf! Das fließt durch meinen ganzen Körper. Also, lasst es euch schmecken. 10 Minuten später. Ich bin so voll. Ich habe richtig Bauchschmerzen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich muss einfach jetzt gerade liegen. Hello, Friends. Ich sag euch ehrlich, ich habe gestern Abend nicht mehr geschafft, noch irgendwas wegzuräumen. Also, im Kühlschrank habe ich die Sache noch getan. Aber ich war so voll. Ich war eine Kugel. War einfach in meinem Bett und habe nichts mehr gemacht. Und heute geht es mir auch irgendwie richtig scheiße. Ich habe richtig Kopfschmerzen und ich fühle mich richtig energielos. Das ist voll komisch. Also, Fazit: Das ist absolut gar nichts für mich. Ich muss tagsüber was essen. Und falls dir das Video gefallen hat, dann like auf jeden Fall das Video, damit ich es noch sehe. Ja. Und wir sehen uns auf jeden Fall Sonntag wieder bei einem neuen Video. Und der war für euch. Checkt auf jeden Fall natürlich auch den Vlog ab. Der ist natürlich auf meinem neuen Vlog-Kanal online gegangen.